Ein Buch empfehle ich jedem, der sich ein bisschen tiefer mit Trisomie und der Art zu denken und zu lernen beschäftigen möchte. Ganz abseits von den Wegen, es sind so liebe Kinder und die sind immer so fröhlich. Es ist eine große Studie. Wir waren auch ein kleiner Teil davon und ich zeige euch mal ein bisschen was davon. Trisomie 21, was wir von Menschen mit Down-Syndrom lernen können, das ist die Studie von André Frank Zimpel. Hier geht es auch wirklich um das Down-Syndrom, um Mutationen, um Eugenik. Hier sieht man immer die Quellen. Also es ist wirklich wissenschaftlich. Hier geht es um Down-Syndrom, Depressionen. Und die Studie, dass wahrscheinlich Menschen mit Down-Syndrom öfter an Depressionen erkranken. Es geht um Oxytocin. Und dann sind immer so schöne Sätze dann drin. Beispiel Besonderheiten in der Stria terminalis, ja, es ist halt auch wissenschaftlich, können darauf hinweisen, dass Menschen mit einer Trisomie 21 stärker auf gelinde, respektvoll und anregende Beziehungen angewiesen sind als andere Personen. Vielleicht lernen viele von ihnen deshalb schon früh, wie man andere Personen aufheitert und für sich einnehmen kann, weil das können sie ja wirklich, ne? Das Buch empfehle ich total gerne. André Frank Zimpel ist Professor für Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung und mit dem Forschungsschwerpunkt rehabilitationspsychologische Diagnostik an der Universität Hamburg.